Let's Play Resident Evil 2 bei Kein Plan Gaming, Folge Nummer 7. In der letzten Folge wurden wir ziemlich brutal von einem Licker, beziehungsweise einem Lecker angegriffen und haben festgestellt, dass uns ein Zahnrad für ein wichtiges Rätsel fehlt und müssen jetzt überlegen, wo wir als nächstes hingehen wollen. Soweit ich das sehe, haben wir jetzt gerade zwei Möglichkeiten, Anna. Ja. Guck mal auf die Karte vielleicht. Also, machen wir einen tiefer. So, also hier haben wir in diesem Bereich noch die Möglichkeit, in den Raum zu gehen, wo wir eben gespeichert haben. Da ist ja noch diese eine Tür, die wir gar nicht getestet hatten, wo wir da durch können. Genau, da gehen wir jetzt erstmal rein. Und weiter runter. Dann gibt's da noch, sehen wir jetzt hier nicht... Doch, da in dieser Raum links. Links, ja, da ist hier noch dieses Gewebe, wo wir das Feuerzeug benutzen müssen. Da müssten wir noch rein. Und in der Halle ist unten noch eine andere Tür, siehst du ganz rechts. Da sind wir auch noch nicht durchgegangen. Oh, okay. Dann gehen wir als erstes in den Raum, wo wir gespeichert hatten. Du willst nicht das Feuerzeug benutzen? Weil das wäre jetzt, dann hätten wir den Bereich eigentlich fertig, oder? Wieso, wo ist das denn? Hier? Ja, hier runter. Ist das direkt hier? Nee, nicht direkt. Wir müssen noch ein bisschen laufen, aber hätten wir diesen Bereich fertig einfach. Ja, okay. Oder willst du erst später hingehen? Nee, ist okay. Ich dachte, weil der andere Raum ist ja hier ganz in der Nähe. Dann da an die Tür? Hier? Nein, nein, nein. Die Tür, wo wir ursprünglich hergekommen sind, wo wir Leon getroffen hatten. Also die Tür da neben den Regalen. Die da, die kleine. Die? Ja. Okay. Die? Oh, Claire, lauf doch nicht so eierig. Hier könnte es jetzt sein, dass jetzt wieder Monster sind, ne? Ich sehe keine. Nee. Okay, dann hier runter in die Tür. Da rein. Jetzt gucken, ob hier Zombies sind. Scheint aber nicht so, oder? Nee. Scheint nicht so. Ja, weiter geradeaus. Sind das meine Geräusche? Ja. Da in die Tür rein. Oh, diese Musik. Dann hier mal durch. Diese Statue hat die Sekretärin aus Versehen berührt. Genau, aber das kam irgendwie viel zu spät, weil wir hier schon zwangsläufig längst durch sind. War das die Tür? Nein. Die Treppe hier noch runter. Hier runter. Fast geschafft. Hier jetzt gleich die erste Tür rechts. Dann müssen wir einmal elegant durchlaufen. Ist jetzt wieder der Gang mit den Armen, ne? Da die Tür. Da. So, da hinten ist jetzt dieser Raum mit dem Gemälde. Da ist die Tür links, ne? Und da ist der Kamin, den wir anzünden müssen. Ist das die Frau, wovon die Sekretärin gesprochen hatte? Diese Erhängte? Das kann sein. Nackte Erhängte. Was ist da jetzt wohl hinter? Ui. Noch ein roter Stein. Jetzt haben wir schon zwei davon. Mitnehmen, ja. Okay, dann haben wir jetzt hier alles erledigt in dem Bereich, abgesehen von der einen Tür, wo wir einen Karo-Schlüssel brauchen. Jetzt hast du die Wahl, wenn wir jetzt hier rauskommen. Wir können den selben Weg jetzt nochmal zurücklaufen. Ja. Oder, was möglicherweise schneller geht, um in diesen Raum zu gehen, wo wir jetzt hin wollen. Wir laufen jetzt gleich, wenn wir hier rauskommen, nach rechts. Ja? Ja. In den Raum, wo wir damals, wo der mit dem abgeschlagenen Kopf liegt.
Und dann in die Halle und dann die Leiter sozusagen nach oben. Also jetzt hier nach rechts. Das geht, glaube ich, schneller. Okay. Und du meinst... Und hier an der Wand immer noch halten, ne? Wegen den Armen. Die Arme kommen auch immer wieder? Ich weiß es nicht. Nee, komm nicht. Hier durch? Genau. Und jetzt eigentlich den Gang hier durchlaufen. Macht mich nervös. Dieses Poltern immer auf einmal. Das Spiel ist total unangenehm. Findest du gruseliger als Teil 1? Mhm. So, hier können wir schon was in die Kiste packen. Auf eigentlich jeden Fall. Kommen wir gerade vorbei. Ich glaube, das Feuerzeug können wir erstmal wegtun. Wo tue ich das denn zu den Edelsteinen eigentlich? Brauche ich die da? Ja, Edelstein. Und der Edelstein. Die Farbbänder kannst du auch wegpacken, solange. Und vielleicht sollten wir jetzt, weil wir so viel Platz haben, einfach sicherheitshalber den Granatwerfer mitnehmen, weil wir nicht wissen, ob nochmal so ein blödes Vieh uns entgegenkommt. Ja. Müssen ja keine Patronen hier mitnehmen. Ja. Okay. Und jetzt? Hier durch? Ja, genau. Nee, war da jetzt noch dieser eine Raum? Hä? Ich weiß nicht. Nee, da war kein Raum. Okay. Die Leiter, ne? Genau. Kannst du ein bisschen rüberkommen, man sieht dich kaum in der Kamera. So. Halt. Ja, rechts. Jetzt würde ich rechts rumlaufen und dann kommen wir dann in diesen Speicherraum und können dann da an die Tür gehen. Speichern müssen wir nicht extra, oder willst du speichern? Speichern, wenn wir dort rauskommen, okay? Ja. Einmal geradeaus durch und dann da rein. Okay. Oh, Zombie. Was ist das für ein komisches Geräusch? Weiß ich nicht. Oh, warte, da kommt ein brennender Zombie. Alter. Obwohl, haben wir schon mal gesehen am Anfang, ne? Jetzt. Nein! Alter! Ist er tot? Jo. Manchmal warten die ganz schön lange, bis sie wieder aufstehen. Aber der scheint tot zu sein. Oh, die Kamera, wechsel doch! Na, da will ich nicht reinlaufen. Nee. Was war denn das? Das ist ein Helikopter scheinbar, der da reingecrashed ist. Oh ja. Sie sagt nix, ne? Nee. Ist normal. Passiert. Und Vorsicht, okay? Okay, dann war da vorne eine Tür, als wir reingekommen sind, wenn du... weiterläufst in dem Gang. Ganz am Ende links. Mhm. Mir macht das Sorge, dass so viele Türen aufgehen. Ich sehe nichts. Was soll ich machen? War das ein Feuerlöscher? Also da ist also ein Item vielleicht da drin in dem Fach jetzt zu deiner... Da? Da, rechts, genau. Sagt sie nix. Dann laufe ich ins Ungewisse, was? Langsam, langsam, langsam. Vielleicht, wenn da Krähen sind, vielleicht langsam gehen. Vielleicht werden die ja von Sprinten irgendwie aufgeweckt oder so. Soll ich die Tür testen oder da lang? Da lang.
Oh, schieß. Die greifen nicht an. Schieß. Ja? Schieß. Nochmal. Nochmal. Ich... Schießen. Soll ich das nicht benutzen? Nein. Schießen. Okay. Tut mir leid, viele Waffen, aber... Lebt die noch? Doch immer noch. Scheinbar ist jetzt vorbei. Er ist zu Tode gepickt worden. Hat er Items dabei? Ja. Noch mehr vielleicht? Nee. Dann guck mal, was da noch in dem Gang ist. Und denk dran, falls du welche Krähen siehst, die entgegenlaufen, fliegen, dann schießen. Okay. Aber ich höre gerade auch keine mehr. Die Krähen normalerweise auch. Lauf weiter. Hier runter, den Gang runter. Runter! Wo läufst du hin? Zurück! Soll ich dir schießen? Nein, auf dem Feld. Ich hab mich aus Versehen gedreht. Ja, okay. Weißt du, sie sind jetzt weg. Nein, die sind garantiert noch da. Die warten da jetzt halt wahrscheinlich nur. Sorge, dass da Vorsicht steht. Ja, wenn du willst, kannst du dich gleich, wenn du dich unwohl fühlst, sofort heilen. Also ich sollte dran vorbeilaufen? Nein. Ja, du kannst eigentlich an den vorbeilaufen, finde ich. Rennen aber dann und nicht anecken. Weiter, 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 weiter. Gang runter. Okay, laufen. Halt, halt, Start! Jetzt, die Grünkräuter. Okay. Mann! Okay, wir sollten das nächste Mal doch auf die schießen. Da rein. Das nächste Mal schießen wir, wenn wir hier vorbeikommen. Das ist der andere Hubschrauber. Da hinten, hinten ist ein Gang, kannst du da schon rein? Soll ich nicht erstmal gucken, was hier ist? Okay. Wir schauen mal nach unten. Ich höre was. Das ist Wind, ne? Soll ich nicht erst gucken, was hier ist? Ja. Hier geht's Treppe. Nach unten. Ja. Kannst du da schon auch was machen? Da runter gehen? Da rein. Ich glaube, das ist nur so ein kleiner Gang. Und dann nach rechts. Oder liegt da ein Item vielleicht im Dunkeln? Die hält sich ja immer noch. Schon wieder. Wasserventil. Daran steht, Vorsicht, zu hoher Druck kann zum Platzen des Wassertanks führen. Aber können wir nichts drehen. Aber es wäre ja gut, damit das... Feuer gelöscht werden. Ja, ne? Wir haben kein Ventil, ne? Wir haben nur eine Kurbel, die hilft uns da nicht. Die Kurbel haben wir auch nicht mehr. Stimmt, die ist hier weg. Mhm. Okay, dann gehen wir da nach unten. Okay. Boah. Oh, das sind Zombies. Schieß sofort. Ah. Weiter. Schießen. Ist der hin? Ja, der ist hin. Schieß sie alle, ne? Ja, okay. Der ist auch hin. Einer läuft da hin. Mal eben gucken, was hier ist. Ja. Nix. Sicher? Ist echt gar nichts? Ich glaube nicht. Nö. Irgendwie nicht. Okay. Okay, da lungert einer um die Ecke noch. Ja. Da links, ne? Ja.
Wow! Alter! Das habe ich noch nie gesehen im Spiel, dass sie sich auf dich vor... dass sie auf dich raufschmeißen, sozusagen. Ja. Fies, ey. Hier liegen keine Items an der Seite, oder? Da vorne vielleicht neben, ja, diesen, neben der Tür irgendwo da hinten. Drücken wir mal X. Ich drücke mal X. Nichts. Okay. Dann rein da. Mhm. Du bist jetzt einfach an dem vorbeigelaufen, ne? An dem letzten auf jeden Fall, ja. Ich wollte an dem vorbeilaufen, nach dem ersten Schießen. Ja. Und da hat er sich auf mich gesprungen. Okay. Ist da in den Zwischenräumen irgendwas? Das Grüne da, das soll ich mir angucken, ne? Nein, nein, da geht's ja dahinter. Da geht's ja rein. Genau. Dann liegt zum Beispiel das Ventil, was wir brauchen. Ah ja. Da liegt ganz viel wichtiges Zeug. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann ist da noch so eine Armbrust. Armbrust, ja. Nehmen wir auch nochmal mit. Ist da noch ein Bericht oder so, den wir lesen können? Nee. Ah, da sind Farbbänder. Das ist schön. Ja, ist da noch was? Da vorne kannst du nochmal in die Ecke gucken, hinter dem Tank. Also da, nicht da, andere Seite von dem Ding. Okay. Vorne ist auch so ein Schrank, kannst du den vielleicht aufmachen? Nö. Nichts Besonderes. Okay, was ist hier noch? Willst du vorher speichern, bevor du in die Tür gehst? Mhm. Okay. Eine alte Schreibmaschine. Wo die überall rumstehen, diese Schreibmaschinen. Die könnten auch wirklich einfach sagen, wollen sie das Farbband benutzen. Ende. Ne, diese anderen beiden Sätze sind echt Quatsch. Können wir in der Dunkelkammer eigentlich schon irgendwas machen? Nee, wir haben noch nichts gefunden dafür. Kabine. Okay. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Da lang, ja? Ja. Ich bin bewaffnet. Oh mein Gott, soll ich zurückgehen? Schießen. War gut. Alles gut. Kannst du jetzt durchgehen hinten? Vorsicht. Oh, schade. War ein Trick. Eine Falle. Ey, wie gemein. Du wusstest es, ne? Ich wusste nicht mal, ob man da durchgehen kann, aber ich wusste, dass sie entgegenkommen, ja. Ha. Okay, dann gehen wir zurück, oder was? Ja. Zu dem Wassertank. Ey. Ist es stöhnen? Wenn jetzt irgendwas ist, läufst du dran vorbei. Wir müssen ja nicht wieder zurück. So, da ist der Wassertank, den können wir gleich das Ding löschen, das Feuer. Aber scheinbar später nochmal, sonst hätten wir es jetzt nicht mehr im Inventar. Ja. So, da würde ich sagen, bevor wir jetzt zurück in den Krähengang gehen und gucken, wie einer sich da schlägt, machen wir hier nochmal eine Pause und in der nächsten Folge geht es dann wirklich genau hier weiter. Bis dann, ciao.